Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute wieder die Beantwortung einer Zuschauerfrage, eine gute Frage. Zum Thema Wasserchemie von Andi und zwar zum Thema Ammoniummessen. Hallo im MK-Team, kann man den Ammoniumgehalt im Wasser mit einem pH-Wert von über 8 messen oder kommt da immer 0,00 bei mir raus, weil das Ammonium direkt in Ammoniak umgewandelt wird? Bei meinen Messungen mit dem Photometer von Zöhl AquaCheck 2 kommt immer 0,00 raus, egal nach welcher Zeit der Fütterung ich messe. Mein Teich hat 25 Kubik, 20 Koi zwischen 50 und 75 cm, 700 bis 800 Gramm Fütterung bei 25 Grad. Die Umwälzleistung sind 30.000 Liter, gefiltert mit Bürste und IBC mit geflutetem und gerieseltem Helix, 75 Watt UV. Liebe Grüße von Andi aus der Magdeburger Börde. Andi, das ist eine gute Frage, aber das wäre schlimm, wenn dein ganzes Ammonium bei einem pH-Wert von 8 in Ammoniak umgewandelt würde. Also die Gesamtumwandlung von Ammonium, das ja relativ gut verträglich für Koi ist, hin zu Ammoniak, das ist ja das Gefürchtetste, das ist Ammonium-Ammoniak-Verhältnis. Aber da müsste dein pH-Wert noch deutlich, deutlich höher sein, dass man mal 100% umgewandelt hat. Wo, weiß ich nicht. Aber ich weiß, wenn man 0,2 Milligramm Ammonium hat und einen pH-Wert von ein pH-Wert von 8,2 oder 8,3, dann hat man 0,02 Milligramm Ammoniak, so plus minus, so ganz genau müssen wir das als Koi-Liebhaber ja nicht wissen. Und das ist der Grenzwert, wo es gefährlich wird. Und darum sagt man auch in mitteleuropäisch hartem Wasser, dass man da die Grenze für Ammonium bei 0,2 ansetzen sollte, weil da viele Teiche einen pH-Wert von 8,2, 8,3 haben, weil es dann für die Fische schon kritisch werden kann. Mit anderen Worten, aber nicht zur Nachahmung empfohlen, wenn jetzt der pH-Wert unter 7 ist, können Sie auch 0,5 Ammonium haben und es wäre relativ wurscht für Ihre Fische. Warum wäre es nicht wurscht? Ganz einfach, weil ein niedriger oder ein hoher Ammoniumwert deutet in der Regel auch darauf hin, dass mit dem Nitrit irgendwas nicht passt, weil es sind ja zweimal Nährstoffe, einmal für die ammoniumnitrifizierenden Bakterien, dann für die nitritnitrifizierenden Bakterien, wenn es eine hoch ist, Folge daraus und das andere ist nieder, dann heißt es, der Filter läuft noch nicht. Ja, es wird also noch nicht genügend Ammonium in Nitrit umgewandelt. Und wenn der Filter eingelaufen ist und das eine ist hoch, dann ist das andere auch gleichzeitig hoch. In der Regel noch viel höher, weil es sich langsamer abbaut, das Nitrit, als das Ammonium. Also das schlägst du dir ganz schnell aus dem Kopf, das Ammonium-Ammoniak, die Verschiebung, die ist egal. Und noch eins, soweit ich weiß, messen diese Messgeräte immer Ammonium und Ammoniak. Also die sind nicht selektiv, dass nur Ammonium gemessen wird, NH4+, sondern NH4+, plus NH4+, plus NH3, Ammoniak, wird in den Messungen immer zusammengezogen. Aber Tim kann aus unseren Arbeiten vom Analyzer jetzt mal erzählen, warum du wahrscheinlich kein Ammoniak bzw. kein Ammonium misst. Wir legen jetzt mal zugrunde, du machst bei der Messung alles richtig. Man kann ja auch bei der Messung Fehler machen, dass da null rauskommt. Wie ist es bei unseren Versuchen immer, oder wenn wir mal ein Becken länger laufen haben, was die Messung von Ammonium und von Ammoniak und von Nitrit angeht? Ja, das baut sich einfach sehr, sehr schnell eben ab und entsprechend, also spricht für eine gute Filterleistung, die man einfach hat. Und das Nitrit, was natürlich nachgelagert ist, weil erst die Ammonium nitrifizierenden Bakterien, die Ammonium verstoffwechselnden Bakterien da sind, die Nitrit dann das eben umbauen und da ist es einfach nachgelagert. Heißt, also ich würde in dem Fall darauf schließen, dass einfach dein Filter sehr gut läuft und es einfach sauber abgebaut wird. Wir haben sogar im Becken 27, wo unsere Karashi aufzuckt ist, haben wir es geschafft, trotz Fütterung zwischen 1 und 1,5 Kilogramm am Tag, dass unser Analyzer zwar im Tagesverlauf Nitrit bis 0,2 abgebildet hat, aber das Ammonium im gesamten Tagesverlauf immer unter der Nachweisbarkeitsgrenze von 0,03 bei unserem Analyzer war. Ja, und das ist ja brutal, hat aber Gründe. Einmal sind es natürlich die Filterbakterien, die sehr effizient arbeiten beim Ammonium, sehr viel effizienter als die, die Nitrit verstoffwechseln. Und da kommt jetzt noch eine Komponente dazu, die du auch richtig hast. Du fütterst ja auf deine 25.000 Liter mit 500 bis 700 Gramm wahrlich nicht viel. Aber du schreibst da sehr viel Wichtigeres. Deine Umwälzrate sind 30.000 Liter. Ammonium ist das Endprodukt des Eiweißstoffwechsels. Und das können wir jetzt ausrechnen. So und so viel Eiweiß im Futter, so und so viel Stickstoff ist da drin, so und so viel geben die Koi über die Fütterung wieder ans Wasser ab. Und jetzt nehmen wir die Gesamtmenge und dann sehen wir, wie viel da im Tagesverlauf reinkommt.
bei manchen Tagen, ich glaube bei 1 Kilo auf 20.000 Liter, wäre im Tagesverlauf 3 Milligramm Ammonium. Ja? So, aber jetzt kommt bei dir die Komponente der schnellen Wasseraustauschrate hinzu. Also wenn die Fische das ins Wasser abgeben, wird es relativ schnell zum Filter abtransportiert und kann dort abgebaut werden. Wenn du dann noch ein gutes Futtermanagement hast, sprich du fütterst auf mehrere Gaben am Tag und nicht 2-3 Stoßfütterungen, dann kann es durchaus sein, dass dein Ammonium im Tagesverlauf wirklich an der Nicht-Nachweisbarkeitsgrenze krabst. Und wir sehen ja auch, wir haben jetzt schon x Teiche durchgemessen. Also wenn wir mal Ammonium messen, dann muss wirklich, dann ist wirklich was im Auge. Dann ist das Kind im Brunnen gefallen, aber nicht nur einmal, sondern dann war der Brunnen auch verdammt tief. Nitrit ist in der Regel das. Das wäre jetzt vielleicht noch spannend gewesen, wie hoch das Nitrit in dem Fall gewesen wäre. Und wie alt der Teich ist, etc. Genau. pp. Aber wir können nicht alle Daten abfragen. Genau. Also, Ammonium, Ammoniak wird gleichzeitig als Summe gemessen. Kannst du dir aus dem Kopf schlagen, dass das komplett umgewandelt wird und deshalb nicht messbar ist. Wenn deine Anlage eine Weile läuft und du vielleicht auch einen großen Filter hast, Wasseraustauschrate stimmt, du wirst auch eine gute hydraulische Last haben, du hast wahrscheinlich sehr viel, wenn nicht sogar alles richtig gemacht. Das hört man doch gerne am Ende eines Blogs. Mach's gut, vielen Dank und bis dann. Ciao. Ciao.